Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Heißluftfritteusen mit Doppelkorb. Diese Heißluftfritteusen erlauben es also, in zwei getrennten Frittierkörben verschiedene Lebensmittel gleichzeitig zuzubereiten. Drei der beliebtesten und besten Modelle auf dem Markt möchten wir euch in diesem Video vorstellen, sodass ihr für euch eine gute Kaufentscheidung treffen könnt. Viel Spaß nun also bei diesem Video. Alle drei Modelle sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Starten wir das Video mit dem günstigsten Modell aus dem Vergleich und das ist die Instant Vortex Plus Heißluftfritteuse. Dieses Modell kommt mit insgesamt 7,6 Liter Fassungsvolumen, was sich auf die beiden jeweils 3,8 Liter großen Frittierkörbe verteilt. Das Modell zeichnet sich vor allem durch eine starke Leistung von 1700 Watt sowie durch seine 6 verschiedenen Kochmöglichkeiten aus. Neben Frittieren mit sehr, sehr wenig Öl ist hier auch Braten, Grillen, Backen, Aufwärmen oder auch Dehydrieren der Lebensmittel möglich. Das Schöne ist, dass man zwei unterschiedliche Funktionen in den beiden Körben zeitgleich ausführen kann. In dem einen kann man dann beispielsweise sein Hähnchen frittieren, während man in dem anderen Korb etwas aufwärmt, backt oder grillt. Dies ermöglicht es einfach, eine noch größere Anzahl von Lebensmitteln gleichzeitig auf eine sehr angenehme Weise zuzubereiten. Dafür sorgt vor allem auch das große Bediendisplay. Dieses ist in die beiden Körbe unterteilt und erlaubt es, für jeden Korb einzeln das gewünschte Kochprogramm sowie Temperatur und auch die Dauer auszuwählen. Besonders gut beim Vortex Plus von Instant gefällt uns hier das Sichtfenster der Frittierkörbe. So hat man die Lebensmittel zu jeder Zeit im Blick. Ansonsten gefällt uns beim Thema Design noch das schlichte schwarze Design hier sehr gut, sowie das durch die abgeschrägte Form sehr gut erreichbare Bediendisplay. Zu guter Letzt überzeugt das Modell vor allem durch seine Even Crisp Technologie, welche dafür sorgt, dass ein perfekt knuspriges Ergebnis mit 95% weniger Öl als beim normalen Frittieren erreicht wird. Ein super Modell, wie gesagt das günstigste im Vergleich, aber eins, welches trotzdem schon mit den wichtigsten Funktionen und einer starken Leistung kommt. Mehr Infos zum Instant Vortex Plus erfahrt ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung. Als zweites möchten wir euch den Ninja AF300 EU vorstellen, eine Heißluftfritteuse mit insgesamt ebenfalls 7,6 Litern Fassungsvolumen. Bedeutet, auch die einzelnen Frittierkörbe haben hier ein Volumen von 3,8 Litern, genau wie beim eben vorgestellten Instant-Modell. Mit 2470 Watt handelt es sich bei diesem Modell um die leistungsstärkste Heißluftfritteuse aus dem Vergleich. Sehr gut gefällt uns hier auch das sehr edle und zeitlose Design des Modells. Vor allem die matt-schwarze Oberfläche in Kombination mit entweder einer Edelstahl- oder kupferfarbenen Optik ist ein echter Hingucker in jeder Küche. Die großen, entweder in Edelstahl- oder kupferfarben gehaltenen Griffe sorgen hier für ein sehr hochwertiges Aussehen. Neben dem Heißluftfrittieren kann das Modell von Ninja noch durch eine Max-Crisp-Funktion, eine Bratfunktion, Backfunktion, Aufwärmen und eine Dörr-Funktion überzeugen. Damit hat es genau wie das eben vorgestellte Instant-Modell 6 verschiedene Zubereitungsfunktionen. Natürlich kann man auch hier wieder 2 verschiedene Funktionen in den beiden Körben gleichzeitig zubereiten. Besonders stark ist hier aber, wie gesagt, die Leistung. 2400 Watt sind es ungefähr, was der Ninja AF300 auf die Straße bringt. Damit kann er dafür sorgen, dass die Lebensmittel besonders schnell zubereitet werden. Einstellen kann man die individuelle Zubereitungszeit sowie natürlich auch die gewünschte Kochfunktion über das gut erreichbare und sehr simple Display. Hier gibt es einige Bedientasten, über die man diese Sachen auswählen kann und die verbleibende Zeit wird einem dann hier über ein kleines LED-Display angezeigt. Es handelt sich bei der Doppelfritteuse von Ninja also um ein sehr leistungsstarkes, funktionsstarkes und, wenn man den Kundenbewertungen glauben darf, auch ein sehr qualitativ hochwertiges und langlebiges Modell. Zudem überzeugt es durch eine hochwertige Optik und noch ein gratis Rezeptbuch, was im Lieferumfang dabei ist. Mehr Infos zu der Heißluftfritteuse von Ninja über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere erfahren und das Modell bei Interesse auch bestellen. Als drittes und letztes möchten wir euch das beliebteste Modell aus dem Vergleich vorstellen, zumindest was die reinen Verkaufszahlen angeht. Es handelt sich um die Doppelkammer-Heißluftfritteuse von Princess. Das Modell 182074 kommt mit auch dem höchsten Fassungsvolumen im Vergleich, nämlich mit 2x4 Litern, also insgesamt 8 Liter Volumen. Mit diesem großen Volumen kann man sehr viel, beispielsweise bis zu 2 Kilogramm Pommes frites gleichzeitig zubereiten.
Auch überzeugt das Modell durch die große Anzahl an verschiedenen Programmen. Das Modell besitzt 8 verschiedene Voreinstellungen für die häufigsten Lebensmittel. Dabei ist ein extra Programm für Pommes, für Kuchen, Pizza, Garnelen, Hühnchen, Steak, Fisch und Bacon. Für diese geläufigen Lebensmittel muss man also nicht immer separat die gewünschte Koch- bzw. Frittierzeit einstellen, sondern kann sich einfach an den voreingestellten Programm bedienen. Natürlich kann man aber auch die Temperatur und die Laufzeit des Modells individuell einstellen. Das Gute ist natürlich, dass auch beim Princess-Modell sowohl die Programme als auch die individuellen Einstellungen bei beiden Körben separat voneinander ausgewählt werden können. So kann man natürlich auch hier 2 verschiedene Lebensmittelarten gleichzeitig zubereiten. 1600 Watt bringt das Modell an Leistung mit, das ist ziemlich ordentlich und sorgt für ein schnelles und sehr knuspriges Zubereiten der Lebensmittel. Zum Schluss noch ein Wort zur Optik. Auszeichnet tut sich das Modell durch eine Kombination von schwarzen Kunststoffelementen und einer Edelstahlbeschichtung an der Außenseite der Frittierkörbe. Damit ist das Modell unserer Meinung nach sehr, sehr zeitlos und passt in die allermeisten Kücheneinrichtungen ohne Probleme hinein. An der Oberseite gibt es das Display mit sehr modernen Touch-Sensortasten und einer gut ablesbaren Zeitanzeige. Normalerweise handelt es sich bei der Doppelkammer-Heißluftfritteuse von Princess um das hochpreisigste Modell. Allerdings gibt es aktuell einen 20-Euro-Gutschein für diese Fritteuse, also schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, ob dieser Gutschein noch aktuell ist. Damit wäre das Modell nämlich sogar noch günstiger als die Ninja-Fritteuse. Das war's jedenfalls aber erstmal mit unserem Vergleich. Ein kurzes Fazit: Von der Bedienung gefällt uns das Instant-Modell am besten, weil es ein abgeschrägtes Display hat. Designtechnisch ist unser persönlicher Favorit die Ninja Heißluftfritteuse, welche gleichzeitig auch durch die stärkste Leistung überzeugen kann. Jedoch hat das Princess-Modell die meisten Programme, das höchste Fassungsvolumen und wurde auch insgesamt am häufigsten verkauft. Welches Modell für euch nun die richtige Wahl ist, müsst ihr natürlich selbst wissen. Wir haben euch alle 3 Modelle, wie gesagt, unten verlinkt, also stellt dort auch noch eure eigenen Recherchen an.